Einen schönen guten Morgen hier aus dem nördlichen Teil unseres Bürgerparks, der Teil entlang der Straße im Haselgrund. Wir haben vor 2 Wochen berichtet, dass wir die Wegeverbindung im Bürgerpark neu machen wollen. Und in dem Kontext gab es aus der Bürgerschaft viele Fragen. Wird an Barrierefreiheit gedacht? Ist das nötig? Was habt ihr da genau vor? Die Fragestellung, wird es denn barrierefrei sein? Da muss ich Ihnen sagen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das werden wir hier aufgrund der Topografie gerade in diesem Teilbereich, um den es zunächst auch ausschließlich geht, nicht hinbekommen. Wir haben über die Straße im Haselgrund einen barrierefreien Zugang in diese Richtung an den Tennisplätzen entlang. Dort haben wir die Brücke im letzten Jahr erneuert, das ist der Pater Robert Streitweg. Dort kann man barrierefrei gut in den Bürgerpark gelangen. Für diesen Teilbereich hier ist das leider nicht möglich. Ich stehe hier an einem Beispiel, um das mal deutlich zu machen, gerade hier im nördlichen Teil ist die Teerdecke in einem äußerst schlechten Zustand. Das hat uns veranlasst, zunächst zu überprüfen, ob wir eine Instandsetzung vornehmen können. Es ist ermittelt worden, es sind etwa 110 Meter, die mit einem ganz erheblichen Aufwand hätten instand gesetzt werden müssen. Das war Auslöser für uns zu entscheiden, dass wir den gesamten Weg, der hier oberhalb der Bongossi-Brücke entlang führt, zu erneuern. Was haben wir noch vor? Wir wollen, Sie sehen es hier, diesen Stich, der ein Stück weit hier Richtung Hasel führt, auch den wollen wir zurückbauen. Der hat keine Funktion mehr, also auch Stichwort Entsiegelung. Das alles haben wir hier im oberen Teilbereich vor, damit der Bürgerpark auch hier genauso schön ist wie an anderen Stellen. Und die nächsten Jahre werden dann sicherlich es auch erforderlich machen im unteren Teilbereich. Auch dort sind teilweise die Teerdecken in einem nicht so guten Zustand, auch diese anzupacken. Und auch dort gilt dann natürlich das Thema Barrierefreiheit immer mitzudenken. Aber da, wo es die Topografie nicht zulässt, werden wir auch künftig aller Voraussicht nach keine Möglichkeit haben. Aber wir wollen es neu machen, damit, auch das habe ich gehört, die Kinder mit den Fahrrädern alle hier nach wie vor üben und langfahren können, wenn sie es denn tun. Wir beabsichtigen, bei der Pflasterfläche ein entsprechendes Rechteckpflaster mit einer Mini-Phase zu verwenden, sodass dort auch, sagen wir mal, dieses übliche Tacken, tak, 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 wenn man da drüber fährt, minimiert oder ausgeschaltet wird. Pflasterflächen bieten große Vorteile. Sie können ausgebessert werden, wenn Probleme auftreten, anders als bei den Asphaltflächen. Da ist immer ein größerer Aufwand in der Ausbesserung. Und von daher wollen wir dieses Projekt im nächsten Jahr angehen, im zeitigen Frühjahr, sodass nach Ostern, wenn die schöne Zeit wieder beginnt, die Leute ohne Baulärm hier auch ihre Zeit im Bürgerpark genießen können. Ich wünsche Ihnen und uns noch eine erfolgreiche Woche und bleiben Sie uns wohlgesonnen.